Atheisten gibt es erstmal nicht. Ja? Weil in Gefahrensituationen hebst du die Hände hoch und sagst, Gott, hilf mir. Ja? Guck mal, wir haben mit diesen grausamen Taten gar nichts zu tun. Ja? Aber ich sag dir eins, die Amerikaner haben 1 Million Menschen in Irak ermordet auf eine bestialische Art und Weise. Sie haben in Afghanistan mehr als 300.000 Menschen ermordet auf eine bestialische Art und Weise. Ja? Hitler hat 6 Millionen Juden vergast. Was soll das? Wir wollen dich vor der Hölle retten. Rette dich vor der Hölle. Ja, aber durch uns? Nein? Dann geh zur Hölle. Also guck mal, wir stehen hier in der Kälte, um dich vor der Hölle zu retten. Ja? Wir haben keine anderen Ziele. Wenn wir radikal wären oder Extremisten wären, werde ich dir niemals den Koran schenken. Ja? Dann werde ich sagen, geh zum Teufel zur Hölle. Aber ich stehe hier in der Kälte, ja, weil ich Mitleid mit dir habe. Natürlich, es kommen einige Leute, die vergiftet sind von RTL und diese verlogenen Medien. Aber kühlt sie ab. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Jedes Kind heutzutage weiß, dass Islam die einzige wahre Religion ist. Und jedes Kind soll sich mit dem Islam beschäftigen. Wir tun unsere Aufgabe. Ihr habt selber gesehen, der Mann ist gerade gekommen und hat mir ein paar Bilder von geköpften Menschen gezeigt. Ja? Ich finde, das ist sehr grausam. Ja? Und das passt nicht zu einem Mensch, ja? Geschweige denn zu einem Muslim, wenn das ein tatsächliches Bild, echtes Bild wäre. Ja? Aber ich habe darüber gelesen, dass diese Menschen Verräter waren, die man geköpft hat. Ja? Und ich habe auch gelesen, dass so viel Sachen oder Bilder im Internet, die wirklich sogar von Afghanistan stammen, oder man versucht natürlich mit allen Mitteln heutzutage den Islam und die Muslime schlecht darzustellen und man versucht die Menschheit zu zeigen, der Terror kommt vom Islam. Wobei der Westen die größten Terroristen ausgebildet hat und die größten Schweinereien weltweit bis jetzt durchgeführt hat. Wie viele Menschen haben die Muslime insgesamt seit 1400 Jahren ermordet? Der Westen hat 6 Millionen Juden vergast. Ja? Und ich sehe und ich merke und ich spüre, dass mittlerweile Deutschland in diese Richtung gesteuert wird, dass die Gaskammern jetzt bald angezündet werden mit Muslimen. Ja? Für die Muslime. Oder für die Muslime. Morgen demonstrieren Hooligans und Abschaum dieser Gesellschaft in Köln. Und natürlich, wer steuert diese Menschen? Das sind V-Leute innerhalb diesen Gruppen. Die haben diese Menschen auf uns gehetzt. Und ich habe das, subhanallah, vor 6 Jahren angekündigt und gesagt, irgendwann mal wird es hier in Deutschland knallen. Ja? Weil der Islam zu stark sein wird und man wird versuchen, mit allen Mitteln den Islam und die Muslimen schlecht darzustellen. Ja? Möge Allah hier in Deutschland explodieren. Man will jetzt das knallen. Ja, man will, dass hier in Deutschland Massakern geben. Ja? Das sind die Protokolle von Siam sogar. Kriege zwischen Christen und Muslime zu verursachen.